Hallöchen, meine lieben Leute. Es ist gerade 2.45 Uhr. Aber wisst ihr was, das ist mir total egal. Ich starte dieses schöne Eislevel wieder. Ich habe nämlich gerade mal Lust und ein bisschen Zeit. Und da dachte ich mir, ich spiele mal wieder. Das ist übrigens Clapper, habe ich in der Zwischenzeit in Erfahrung gebracht. Ja. Hör auf, dich aufmerksam machen zu wollen. Ja. Was ist in der Zwischenzeit passiert bei mir? Nicht viel. Oh, Mann. Ich habe mir dabei, wie man hier schön sieht, jetzt Stacheln in den Arsch jagen lassen. Nein, habe ich nicht. Es ist Wochenende. Ich musste viel arbeiten, weil Stress und ja. So ist es halt. Ich habe leider keinen Urlaub im Moment und ich weiß auch spontan nicht, wann ich das nächste Mal einen Urlaub bekomme. Ja. Ich möchte ein bisschen Mitleid bitte. Oh, jetzt hör doch mal auf, dich aufzuregen. Ich habe dich berührt, das ist ein Grund, sich zu freuen. Oh, es ist wieder eine Umstellung. Ich habe vorhin einmal wieder Wii gespielt. Da habe ich einmal Mario gespielt und dann habe ich dann mit Donkey Kong mal ein bisschen... Aber ey, oh. So gnadenlos abgefailt, so. Oh, unglaublich. Wow, geh weg, ey. Unglaublich. Mann, du Fotze. Kommst du wieder zurück? Fischi? Ey. Mist. Mist. Boah, Bananen. Oh, Mars, Alter. Das Doofe hier jetzt gerade ist, ich konnte mir keine neuen Leben vorher besorgen, weil... Funky gibt's hier noch nicht. Achso, ich wollte gerade sagen, was hat dich denn berührt? Aber ist schon gut. Na... Wo muss ich hin? Kann mir das mal jemand verraten? Da war ein Geheimnis, aber da komme ich ohne Fischi, Pischi nicht rein. Weg. Ne, da komme ich her. Hä? Wo zum Teufel muss ich denn hin? Das ist ja direkt zum Selbstmord animierend. Ach hier, da. Ja. Chakalaka, das ist die Speichertonne, das ist aber schön. Wow! Oh, wie ich mich jedes Mal erschrecke über diese scheiß Viecher, ey, unglaublich. Geh doch mal aus dem Weg, ey, du siehst doch genau, dass ich hier lang laufe. Ich meine, sie ist ja immerhin wie Schlumpfine bei den Schlümpfen, ne? Es fällt ja schon auf, wenn ein weiblicher Affe mit Bananenhaaren lang läuft. Boah, ey. Boah, schon wieder schön in die Augen geguckt. Habt ihr das gesehen? Diese hässlichen Augen. Ach, scheiße, Mann. Hör doch mal auf jetzt. Du hast genug Aufmerksamkeit gekriegt. Eindeutig. In meinen Augen eindeutig zu viel. Ja, kotze. Ich kotze Regenbögen hier. Das Schöne ist, man sieht gleich wieder diesen mega tollen Game Over Bildschirm. Der auch so super schön ist. Ich kann mich kaum halten, so toll ist der. Deswegen zeige ich euch den auch so oft. Ja, was gibt's noch zu sagen? Um mal eine Sache klarzustellen, ne? Ich weiß, dass ich sehr interessant klinge, vielleicht. Gott, bin ich blöd. Aber das wisst ihr ja mittlerweile auch schon. Ja, Gott, ey, ein Tête-à-Tête mit den Zingern. Was wollte ich denn jetzt sagen? Diese Zingerbiester haben mich total aus dem Konzept gebracht.
Egal, es war nicht wichtig. Glaubt es mir, es war nicht wichtig. Sonst wüsste ich es ja noch. Oh, ey, musst du mal gerade da lang rennen, wenn ich da lang springe? Nein, du knabberst mir nicht am Arsch. Okay. Wenn du da nicht genug Schwung hast, ey, bist du schon wieder so am Arsch. Na. Man merkt, ich muss mich wieder umgewöhnen. Ich hatte vorher einen Controller in der Hand, beziehungsweise eine Wii-Fernbedienung. Aber vielleicht kann ich mir dann dieses schöne Geheimnis holen. Ja, das wollen wir nicht wissen. Ah, schneller, 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 schneller. Ich hoffe, ich schaffe dieses Let's Play in diesem Leben noch. Ich würde nämlich gerne ein neues anfangen. Nein, nicht Concordage. Nein. Gleich wieder raus. Danke. Oh, da hoch. Clappers Cavern. Oh, wusstet ihr das schon? Ich dachte mir, ich sage euch vielleicht, wie dieses Level heißt, diese, wie ich finde, auch wieder sehr detailliert und hübsch erstellte Welt. Ich hatte ja nun, glaube ich, schon mehrfach gesagt, dass mich musiktechnisch der Spaß an Illusion of Time erinnert. Aber ich muss hinzufügen, nicht nur an Illusion of Time, sondern auch an Soul Blazer. Dort gibt es in dieser Unterwasserwelt irgendwie auch so ähnliche Musik. Und daran muss ich ein bisschen denken. Ja, ich und denken, hahaha, haben wir gelacht. Meine 5 Gehirnzellen, die irgendwo da sind, die tanzen gerade echt Limbo. Gut. Nee, da will ich nicht hin. Ich wollte hier. Ja, komm, mach dich wichtig. Platz. Tschack. Du auch. Boom. Das kommt davon, wenn man zu viel frisst. Dich kann man ja hier oben nur wegmachen. Und Geheimnis geholt. Woher ich das wusste? Ich bin halt einfach super. Ich bin sowas von Burner. Boah, den ging aber gut jetzt. Eine Bananenstaude ist aber schön. Ein Leben hätte mich jetzt allerdings noch ein bisschen mehr erfreut, muss ich sagen. Nein, 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 nein! Was rennst du mir auch ins Wasser hinterher? Jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen bis zur Speichertonne. Nur weil du Sack meintest, mich da jetzt wegschubsen zu müssen. Die hat man auch keine Manieren beigebracht, oder? Ich meine, es ist ein Mädchen. Und uns behandelt man vernünftig. Sollte ein Kavalier eigentlich tun, aber naja. Erziehung ist. Ist halt Glückssache, ne? Viele genießen halt keine oder halt nur so eine Gangster. Oh, so wie letztens, ne? Saß ich in der Bahn. Bin mit meiner Mutter in die Stadt gefahren. Und da waren dann so 3 Kiddies. Voll cool, ja? Kamen in die 10. Klasse. 16, 17 Jahre alt vielleicht. Und die erzählten sich hyper cool, von ihren ganzen Eskapaden in der Schule, wer da abschreibt, wer da mit wem irgendwas und ja, war sehr interessant. Und da meinte der Typ davon, das war so ein Macho-Typ, irgendwie, keine Ahnung, der hat sich irgendwie mächtig wichtig gefühlt. Ach, da muss ich ja gar nicht hin, ist schon gut. Wie cool er doch wäre, weil er hat da seine Lehrerin total beleidigt, hat einen Verweis dafür bekommen, hat ihr ein Buch an den Kopf geworfen und ja, das sind dann so Momente, in denen ich mich echt ohne Spaß fremdschäme, weil ich einfach finde, das geht gar nicht. Das geht echt gar nicht. Also das ist eine Sache,
Wenn es immer mal irgendwo, dass man mal keinen Bock hat oder sich mal mit dem Lehrer anlegt, ist ja, glaube ich, schon so ziemlich normal. Wer mir erzählt, er hat noch nie abgeschrieben oder hat sich... Yeah, cool. Da ist es. Hat sich nie irgendwie mit dem Lehrer angelegt, nie abgeschrieben. Der lügt, ganz klar. Jawohl, Dixie, du hast dieses Level gerockt. Chain Link Chamber. Okay, aber erst gehe ich speichern. Bevor ich mich wieder kläglich verrecke. Nein, falsche Taste. Und nein, ich lese die Oma nicht mehr vor, weil das kennen wir alles schon. Boah, leck das gerade. Hört man voll am Sound. Ja, ist schön, dass du da bist, wenn ich dich brauche, Oma.